Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Bastelein. Ich habe euch ja erzählt im letzten Video, dass ich mir eine Metallplatte bestelle, aber ich wusste nicht mehr die Website, auf der ich es bestellt habe. Also die Website heißt Stempelmeer. Ich verlinke die euch aber unten in der Infobox. Und zwar habe ich da eine Metallplatte bestellt und noch ein bisschen paar Sachen mehr. Genau, es kam in so einem kleinen Päckchen. Und zwar habe ich bestellt. Das ist ja niedlich. Stimmt, das war das Dankeschön. Weil ich bestellt habe und ich hatte über 40 Euro bestellt. Genau, und deswegen habe ich das noch kostenlos dazu bekommen. Jetzt bekommt man einen, glaube ich, 30x30 Block dazu. Und ein paar Gummibärchen. Genau, ich habe nicht nur die Metallplatte bestellt. Fürs Stanzen. Sondern auch noch ein paar Kleinigkeiten. Also diese Metallplatte, klickt die mal auf die Seite, weil sonst blendet sie euch so. Die Metallplatte hat gekostet 6,99 €. Dann habe ich bestellt, fangen wir mal, ne, wo ist es? Mal sauber machen. War das nur eine? Ja, anscheinend habe ich nur eine bestellt. Und zwar habe ich für die ATCs eine Stanze bestellt. Und zwar habe ich ja die gerade, also die, wo einen geraden Rand macht. Und jetzt habe ich mir überlegt, Moment, ich zeige es euch mal. Genau, die habe ich eigentlich für die ATCs. Und nachdem die immer gleich war, habe ich mir gedacht, bestelle ich mir mal eine neue dazu. Ich wollte eigentlich noch eine mit gestitcht und noch eine andere, aber ich habe mir gedacht, für den Anfang reicht es jetzt erstmal. Und die hier hat gekostet 7,99 €. Genau, ist alles von Xtra. Dann habe ich mir bestellt für Ostern, weil ich da nichts habe. Einmal diesen Stempel. Der Stempel kostet 4,99 € und eine dazu passende Stanze, wo ich entweder das frohe Ostern komplett ausstanzen kann oder ich kann den Stempel nehmen und dann ausstanzen. Das fand ich recht gut und wie gesagt, das wollte ich mal ausprobieren. Das ist alles von Carolise und kosten tut der Stempel, was hatte ich gesagt, 4,99 € und die Stanze. Moment, 8,49 €, genau. Ja, wie gesagt, für Ostern habe ich gar nichts. Und dann habe ich das gleiche Set auch nochmal gesehen zum Geburtstag. Und das musste natürlich auch noch mit. Das sind zwar die Blümchen nicht zum Ausstanzen, aber das ist ja eigentlich egal. Genau. Und da hat der Clear Stamp wieder gekostet 4,99 € und das andere 8,49 €. Genau, das war meine Bestellung bei Stempelmeer. Wie gesagt, die Metallplatte wollte ich dann fürs Stanzen hernehmen. Das probiere ich dann, ich glaube, morgen mal aus. Dann habe ich noch bei Amazon bestellt. Und zwar dieses Stempelkissen. Gesehen habe ich es bei der Lidl Hedwig Gedönsrad. Und zwar ist es ein Stempelkissen, wo man zum Beispiel einen Spruch abstempeln kann und dann anscheinend so eine Folie drüber machen kann, die es bei Action gab. Ich habe jetzt leider keine da. Ich weiß gar nicht, wo habe ich die denn? Moment, vielleicht habe ich die noch hier in der Schublade bei meinen Sachen. Nee, aber ich zeige euch das andere. Und zwar solche Folien meinte ich. Da habe ich so viele Folien und da kann man anscheinend abstempeln und dann mit der Folie drüber gehen und dann bleibt es anscheinend drauf kleben auf dem Stempel. Und das wollte ich mal testen. Denn man kann es auch embossen und dann mit einer Folie drüber gehen. Aber das Embossing-Pulver dafür habe ich noch nicht. Embossing Bonding heißt es, glaube ich. Bonding-Pulver, glaube ich. Genau, und das wollte ich mal testen. Wenn man das so bestellt auf Amazon, den Link setze ich auch unten in die Infobox, dann bekommt man das zusammen mit so einem Fläschchen. Das heißt, der ist noch ganz neu, da ist noch nichts getränkt, sondern man muss das anscheinend erst mit dem mischen zusammen. Aber wie das funktioniert, da muss ich erst nochmal nachlesen oder schauen, dass ich es irgendwo
irgendwo was finde, wo ich es nachlesen kann. Und dann habe ich von der lieben Melissa eine Ü-Post bekommen, weil ich ihr letztes Mal den Stempel mit den Vögeln geschenkt habe. Weil, wie gesagt, ich hatte den von Dieters kleine Schnäppchenwelt bekommen und der hat mir absolut nicht gefallen. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht möchte irgendjemand haben, vielleicht gefällt er irgendjemanden. Und dann hat sie gesagt, sie hätte ihn gerne, was ich dafür kriege. Und dann habe ich gesagt, gar nichts, weil das war in so einem Paket drinnen und was will ich denn dafür verlangen? Genau. Und dann hat sie mir was geschickt. Da schauen wir einfach mal, was ist. Och, wie niedlich, was sie mir geschickt hat. Erstmal eine schöne Karte. So rum. Genau. Ich lese mal kurz. Genau. Hallo Mona, vielen lieben Dank für, für das Vogelstempelset. Liebe Grüße, Melissa. Genau. Hübsche Karte. Genau, und da hat sie mir jetzt als Dankeschön diese... Na? diese Stempel mitgeschickt. Die sind ja mal richtig niedlich. Dann hat sie mir noch so Tags mitgeschickt. Sind die selbstklebend? Oh ja, die sind selbstklebend. Genau, die kann man irgendwo hinkleben, vielleicht auf eine Karte oder so. Rollen, wie gesagt, ich mag ja Rollen. Und ich mag Schmetterlinge, genau. Also, liebe Melissa, herzlichen Dank dafür. Das hätte es aber nicht gebraucht, weil, wie gesagt, bei mir war er nur rumgelegen, weil ich ihn nie hergenommen hätte. Und wenn es jemanden gibt, dem mal gefällt, dann bin ich froh, dass ich ihm eine Freude machen kann. Also, wie gesagt, ich habe damit nichts gerechnet, weil hätte es nicht gebraucht. Also herzlichen Dank dafür. Und dir, Manfred, auch nochmal herzlichen Dank mit dem Tipp mit der Metallplatte. Da bin ich mal gespannt, wie sich das bei mir dann auswirkt, beziehungsweise wie sich es damit stanzen lässt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Nachdem heute Freitag ist, wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.